Ah. So, jetzt müsste das ja hell genug sein hier. Das war einfach nur ein Epic Fail, wirklich. Mit den Monstern oder was? Ja. Ja. Habe ich gar nicht bedacht, dass da da. Alter, das ist so krass. Du setzt einfach ein paar Saplings und zack. Neuer Baum, ist doch nice. Weißt du noch, wie wir am Anfang ewig gewartet haben, wie du rumgemeckert hast, dass kein Baum wächst, ey, das war krass. Ja, das war aber auch anstrengend. Wenn du bei einem Baum nur warten musst, das ist echt kaki. Das stimmt. Ach so, ich wollte jetzt nochmal Kobbel farmen. Damit ich die... Oh, ich hab einen Apfel. Oh mein Gott! Vielleicht... Ja, Du bist... Nein, das hältst du deine Schnauze! Du Oberticker! Brauchen wir überhaupt Kürbisse? So, wenn ihr hier so Plattform macht, dann leuchtet die unbedingt aus, ja? Ja, ja. Sowieso. Alter, Sebastian! Was denn? Du musst doch nicht an, du musst doch nicht an jeden Block eine Fackel machen, Alter. Ja. Ist doch sicher, ist sicher, Junge. Ja, gut. Vielleicht ist der Server buggy und dann kommt da... Man, nur verstehst du, weißt. Das ist ja sowieso. Bisschen traumatisiert so von dem Vorfall irgendwie, oder? Naja, bisschen. Ja, bisschen, Ares, erzähl doch mal, wie kommt eigentlich der Name der Kriegsfrau mal zustande? Das haben schon viele gefragt. Und du fandest das Farmen Name... doch vorhin scheiße. Was? Du fandest das Farmen doch vorhin scheiße. Ja, nicht so ein Farm. Mein Name Ares kommt ja aus dem Griechischen, von dem Kriegsgott Ares. Ares? Ah. Was? 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 Nix, was soll sein? Huh. Aua! Verstehe ich nicht. Und nein, das hältst du deine Schnauze! Du Oberticker! Offenbar nicht. Offenbar nicht. Ja, okay, ja, ja. Ja, genau. Lüg und nicht. So frech, ansonsten... Wenn ich mal hören von meinem Namen, dass ich in Battlefield angefangen habe mit zu spielen halt online, ist was weiß ich. Und da habe ich quasi mit Lukas, Freund von mir, haben wir so einen Spaß gesagt, dass wir die anderen Leute farmen. Daher kommt es halt, der Kriegsfarmer. Okay. Cool. Das ist doch mal eine schöne Geschichte für einen Namen. Sebastian, wie kommt denn dein Name zustande? Naja, manchmal hat das Spiel geruckelt und dann habe ich mir gedacht, wenn du einen YouTube-Namen hast, dann brauchst du ja auch unbedingt einen coolen Spruch dafür. Und dann dachte ich so, na, was kennst du für Sprüche? Und irgendwann habe ich dann mal gezockt irgendwas und dann dachte ich mir so, ach, jetzt ruckelt die Scheiße schon wieder. Und dann dachte ich so, es ruckelt schon wieder. Das sagst du doch oft. Und dann dachte ich so, naja gut, jetzt hast du deinen Kanalspruch, wie wird jetzt dein Name sein? Und dann bin ich auf Ruckel gekommen. Okay. Ja, auch das macht Sinn. Genau. Am geilsten finde ich ja sowieso, wenn Let's Player hinter ihrem Namen nochmal LP schreiben. Ja, das ist immer ganz wichtig. Das ist kommt so individuell, auch, das macht keiner. Nee, es macht keiner und das ist... Ja, das macht auch, machen auch nicht irgendwelche 10-Jährigen. Oh, ich höre schon wieder Zombies. Das heißt, ich gehe wieder eine Runde schlachten. Oh ja, ich will mit... Aber ich bin... ich hab kaum noch Leben. Ich dachte eigentlich, dass meine Melone wachsen würde inzwischen, aber... Ich wollte ja eigentlich... Komm her, du Spacko. Nein, das Fleisch ist runtergefallen. Schau. So, erstmal die Türe schließen. So, jetzt komm her, du Hurensohn. Also, Sebastian, hast du dir eigentlich mal die Folgen von der letzten Session gegeben? Sind die Videos und so, sind die gut geworden, ja, oder? Ja, die sind gut geworden. Das habe ich schon... Alter, das Skelett trifft einfach mal gar nicht. Naja, das nimmt, glaube ich, auf Entfernung ziemlich stark ab dann. Oh, der Nils brüllt hier rum. Geht nicht. Mal gucken, was Ares hier macht. Baut sich ein Hochbett. Was? Oh, shit. Oh. Alter, wir können aber, ich denke, wir können bald Wolle bauen. Ja. Na, das ist doch gut. Oh, ich bin gleich tot. Oh, ich bin gleich tot. Oh, ich bin gleich tot. Ich drehe mich um und renne. Ich hoffe.
So, wie viel wie viel haben wir denn Fäden? 10. Und wofür brauchten wir Wolle nochmal? Betten. Betten, genau. Betten. Ja, ich baue mal eben ein Bett. Aber da kannst du mit 10 noch nicht. Ach, brauchst das ist alles voll. Nee. Nein, aber du brauchst 4. Und 4 mal 3 ist 12. Ja, nein, ich meine nur so generell mal ausprobieren. Ich baue erstmal ein Bett. Ja, du kannst aber noch kein Bett bauen, weil du 12 Fäden für ein Bett brauchst. Wir haben 10. Ja, gut, dann habe ich jetzt nur Wolle gebaut. Zufrieden? Ja. Ich verstehe nicht, warum man mit dir immer diskutieren muss. So, das oh, zwei Enderficker. Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Oh, zwei Enderficker. Nicht angucken. Ey, Jungs, lasst mich mal hier vorbei. Komm, lasst mich mal vorbei. Oh, die sehen so traurig aus von weitem. Oh, gute Action. Gute Action. Einfach mal mit null Leben in den Kampf gehen. Das ist. Sag dir, was das für eine Action war. Die war beschissen. So, ich mache auch mal einen Abgang. Da gehe ich jetzt mal eine Kernbohrung durchführen. Aber ich muss sagen, weil. Nein! Was hattest du? Eimer. Oh. Ich verstehe das nicht. Ich habe den gerade in die Truhe gelegt. Warum hatte ich den noch? War das jetzt Buggy vom Server? Also, in der Truhe ist er nicht. Nee. Ja, den habe ich gerade in die Truhe gelegt. Ja, gut, habe ich jetzt nochmal gecheatet. Alter. Lol, der Enderman ist runtergesegelt. Enderman, was stehst du auf dem. Ich reih das aber echt nicht, warum die mein Monster selber einfach runterfallen, einfach sich runterstürzen. Weil einfach dumm sind. Tschüss. Der Enderman könnte sich ja theoretisch noch porten, aber ist er auch zu blöd für. Ich glaube, das macht er nicht, solange er nicht irgendwie Bock drauf hat oder Schaden kriegt, denn in dem Moment kommt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Oh fuck. Oh shit, die Spinne. Ach so, ich könnte jetzt auch mal wieder mithalten. Loader liegen einfach, da fliegen einfach mal, wie heißen die Viecher? Jetzt fällt mir der Name nicht. Fledermäuse fliegen da einfach mal im Nichts rum. Die hängen nicht mal irgendwo dran, die spawnen da einfach mal irgendwo in der Luft. Na klar, machen sie doch immer. Ach du Scheiße, scheiß Skelett, aua. Ach du Scheiße, scheiß Skelett. Der Nils füttert mich gerade mit Kuchen. Oh. Will auch jemand, der mich mit. Will auch jemand, der mich mit Kuchen füttert. Forever alone. Wow. Ich hab so viel Kuchen im Mund, Alter. Du hast ja was ganz anderes im Mund. Da gehe ich jetzt mal eine Kernbohrung durchführen. Sag ich nur. Oh, scheiße. Alter, mein Mund ist übel voll gerade. Mhm. Da sagt sich Nils jetzt so... Da gehe ich jetzt mal eine Kernbohrung durchführen. Wodka, bitte, nicht der Wodka, Alter. Nils wollte mir gerade ernsthaft Wodka... Lol. Was ist mit der Aufnahme los? Lol. Was ist los? Nimmt die ganze Zeit nicht auf? Doch, doch. Wäre jetzt der Fail, um das alles ein bisschen abzurunden. Oh, eine Spinne. Hallo, Spinne. Hey, mich am Arsch. Spinne. Aber es stoppt nicht bei der Aufnahme. Was? Was macht's? Ich kann die Aufnahme nicht stoppen. Bei Loilo. Ja, ich drücke F7, stoppt nicht, läuft einfach weiter. Ich auch nicht. Hm. Keinen besonderen Loot gekriegt dafür, dass ich mir mal fast gestorben wäre. Dang it. Nur ein Knochen, super. Faggot sagst du? Faggot sage ich, nee. Sage einfach. Das ist meine selbstgebaute Fliegmaschine. Mehr sage ich. Oh, die Spinne ist noch wütend. So. Und noch ein... Alter, ich dachte, es juckt die Spinne nicht mehr, weil die nur noch reglos da stand und jetzt auf einmal fickt sie mich übelst. Wo kommt das? Sieht aber schon ganz geil aus, so von weitem, ne? Die Insel mit der Baumform. Alter, Alter, wie riesig der eine Baum ist. Alter. Alter. Leute, ich glaube, die Festplatte ist voll, weil die Aufnahme hat gerade leicht. Ich guck eben mal schnell. Ne, 37 GB sind noch drauf. Müsste eigentlich noch laufen. Willst du zur Sicherheit mal eine Pause machen, vielleicht? Habe ich ja schon gemacht. Also nimmst du jetzt. Jetzt geht's wieder. Ich nehme jetzt gerade auf, ja. Okay. Danke für die Info. Gut, danke. Oh! Ah,
Seit der Epicness vorhin ist nichts Spannendes mehr passiert. Wir müssen das ja. Nee, Ares ist auch so stumm. Müssen das alles ein bisschen knackig halten. Ich baue halt ein bisschen. Er konzentriert sich hier richtig auf das Bauen, der alte Bauer. Doch. Da gehe ich jetzt mal eine Kernbohrung durchführen. So, und ich gehe jetzt erstmal wieder farmen. Damit ich dann meine... Wir nehmen ja jetzt auch schon wieder einige Zeit auf. Ich würde sagen, ich farm jetzt noch ordentlich. Und dann baue ich noch das Portal. Mhm. Und dann ist das der Abschluss für diese Aufnahme. Okay. Das dauert ja seine Zeit jetzt wieder. Ja. Bist du damit einverstanden, Ares, oder wollen wir länger machen? Eigentlich ganz. Wir können auch danach recht. Noch ohne Aufnahme zocken, weißt du, so bitzle Survival. Ja. Wenn du Bock hast. Also, aber wenn du dann keine Zeit mehr hast, dann musst du sagen. Geht das jetzt? Was geht? Na, Survival, das ging doch nicht. Nee, ohne aufnehmen. Das mache ich auch gerne noch mit. Mach mal eben ein bisschen traurige Musik, das ist nämlich so ein bisschen langweilig, so ohne. Ja. Ohne. Brauchen wir ein interessantes Gesprächsthema. Ares. Wir kannten uns so lange. Du warst immer für mich da. Ich würde es niemals überleben, wenn du es nicht überleben würdest. Kannst du mal aufhören zu singen? Das ist gerade übelst emotional. Junge. Hey, du hast das doch angemacht. Jetzt hörst du an. Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Du Obertdicke! Ist einfach scheiße, wenn du sowas versaust. Das ist nicht scheiße, das ist... Beschissen! Das ist nicht nur... Beschissen! Das ist sogar... Beschissen! Das ist das. Lol. Alter, ich war gerade emotional... Ich war emotional... Ach Mann, ich war gerade auf so einer Höhe, weißt du? Das war einfach so eine andere Galaxie, wo ich gerade war. Offenbar nicht. Mann. Junge, weißt du was? Ich würde jetzt... Kinder! Friss das hier! Ich hab ihn umgebracht! Aber es geht ja nicht, weil wir ja friedlich sind. Ja, so ist es. Wer fällt mir dazu jetzt im Moment nicht ein? Jo. Ja, ich baue auf jeden Fall jetzt einen Tempel. Also was heißt ein Tempel? Einen kleinen Tempel. Einen sehr kleinen Tempel. Für das ein Portal. Schuppen. Ein Schuppen. So. Für die Fische, weißt du? Hä? Ach so, Schuppen. warte, ach, das ist immer so anstrengend, wenn du hier Minecraft pausieren musst, damit du so einen Scheiß... Ich muss mir doch wieder Tasten zulegen. Ja. Aber nicht mit Käse. Nächstes Mal musst du dir auch Sound brauchen. Tasten belegen, aber nicht mit Käse. Du bist einfach der Witzkönig, ey. Ares, du musst dir fürs nächste Mal auch Soundboard besorgen. Ja. Kennst du das? Das ist übelst geil. Ja. Kennst du das? Wir haben ja noch nichts abgespielt. Was geht mit den Fackeln hier ab? Ja, habe ich auch schon gesagt, er hätte nicht an jeden einzelnen Block eine Fackel bauen müssen, aber ist gut. Alter, also, sicher ist sicher. Ja, better too much als too wenig, sage ich wenig. Immer. So, ich mache jetzt kurz eine Kernbohrung, weil ich schon wieder nur... Da gehe ich jetzt mal eine Kernbohrung durchführen. Wir müssen unbedingt endlich mal viel Essen bekommen. Ja, wir... Ich bin ja schon die Melonen drüben am Anbauen, aber im Moment ist dann schon gewachsen, sondern nur zwei Kürbisse, was richtig sinnlos ist. Der Kürbis ist halt eh nicht... Dann gehe ich mal eine Kernbohrung durchführen. Ich glaube, ich kann dann die Kürbisse sowieso auch wieder wegnehmen, weil die erfüllen einfach keinen Zweck, außer dass man sie halt aufsetzen kann, um Enderman zu umgehen, aber das ist jetzt auch nicht so der Mega-Zweck. Gehe ich jetzt gerade mal gucken. Oh, über ein Stackholz gesahnt gerade. Hier ist einfach immer noch nichts weiter gewachsen. Doch, Stilf ist gewachsen. Sehr schön. So. Brauche ich mal. Und